gewirkt haben. Tortenwurf während der VW-Hauptversammlung in Berlin am Mittwoch. Ziel der Attacke war Hans-Dieter Pötsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen AG und Vorstandsvorsitzender der Porsche SE. Mehrfach hatten Menschenrechtsgruppen und Klimaaktivisten die Aktionärsversammlung gestört. Sie unterbrachen eine Rede von VW-Konzernchef Oliver Blume und hielten Transparente in die Höhe, etwa mit der Aufschrift »Uigurische Zwangsarbeit bei VW beenden«. Die Demonstrierenden wurden von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes aus dem Saal geführt. Darunter eine barbusige Demonstrantin. Volkswagen unterhält ein Werk in der chinesischen Uiguren-Provinz Xinjiang, aus der es Vorwürfe wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gibt. VW hat wiederholt erklärt, nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligt zu sein, auch nicht gegen die ethnische Minderheit der Uiguren. Vor dem City Cube in Berlin, wo die Versammlung stattfand, kam es ebenfalls zu Demonstrationen.